So, meine Damen und Herren, es geht, wie gesagt, instant weiter mit Fallout und wir spielen die Mission Brimden Down. Und wir sollen zu Dr. Lee, der alten Uschi. Neuesten Nachrichten über das, was sich so im Commonwealth abspielt, Leute. Ja. Die Bruderschaft begnügt sich nicht damit. Ja, die Bruderschaft ist bald Geschichte. Die überschüssige Energie dürfte zu höherer Effizienz und Produktivität. Was kann ich für dich tun? Wo sich zuletzt ein paar Liberty Prime? Die Bruderschaft muss vernichtet werden. Und es muss sofort geschehen. Schon gut, beruhig dich. Nun, dann fangen wir besser an. Ormond, komm bitte rüber. Es ist an der Zeit. Was? Jetzt? Ich prüfe noch den Code, den die Robotik geschickt hat. Der Algorithmus ist grauenvoll und noch weit vom Optimum entfernt. So wie es aussieht, läuft uns die Zeit davon. Gehen wir. Wir erklären dir die Grundzüge der Operation, soweit sie feststehen. Dr. Ormond hat die meisten Vorbereitungen getroffen, deshalb wird sie alles erklären. Okay, danke. Ist das wirklich so aufregend oder geht es nur mir so? Du weißt sicher, dass die Bruderschaft ihr Hauptquartier am Flughafen hat, oder? Das ist mir bekannt, ja. Okay, gut. Wenn sie weniger intelligent wären, würden wir nicht darüber reden. Wir würden sie einfach mit Synths überrennen. Aber sie sind keine Idioten. Es ist ihnen gelungen, ein EM-Feld zu erzeugen, das unsere Transmissionsfähigkeit lahmlegt. Also gelangen wir per Transmission auf das Luftschiff und sabotieren es? Das würde uns nicht nützen. Es gibt keine direkte Verbindung zwischen ihrem Roboter und dem Luftschiff. Der unmittelbare Bereich um ihr Lager ist Sperrgebiet. Aber sie haben nicht den gesamten Flughafen abgedeckt. Wir können dich per Transmission zu einem Punkt am Rand des Flughafens transportieren, sodass du reingehen und die Generatoren deaktivieren kannst. Zumindest haben wir den Überraschungsmoment auf unserer Seite. Genau. Du hast das Überraschungsmoment auf deiner Seite. Das sollte dir etwas Zeit verschaffen, bevor sie die Verteidigung organisieren. Für jeden Generator, den du ausschaltest, können wir Synths reinbringen, sodass dein Vorteil größer ist. Und, oh, hätte ich fast vergessen. Nimm die hier. Und was ist das? Oh, das wird dir gefallen. Diese Dinger, ich habe noch keinen guten Namen dafür, senden ein Ortungssignal. Dort, wo sie landen, können wir sie anpeilen und Synths per Transmission zu dieser Position bringen. Sollte es notwendig sein, okay, können Synths direkt dort landen. Wir haben nur wenige davon. Also setze sie gut ein. Wirf sie bitte nicht in die Bucht. Okay, das ist echt gut. Ich bin beeindruckt. Ich weiß. Ich meine, danke. Ich dachte, es nützt vielleicht. Ich will nur helfen. Deine eigentliche Aufgabe ist, zu Liberty Prime zu gelangen. Du weißt, worum es hier geht, oder? Was ist Liberty Prime? Dr. Lee kann dir einen kurzen Überblick geben. Tja, die Bruderschaft hatte ihn entdeckt. Ein altes Militärprojekt aus der Vorkriegszeit, das wegen unlösbarer Energieprobleme nie realisiert wurde. Mit meiner Hilfe war es gelungen, den Reaktor zum Laufen zu bringen und ihn gegen ihre Feinde einzusetzen. Was hast du getan? Ich habe den Reaktor entworfen, der unsere Energieprobleme gelöst hat und seinen Bau beaufsichtigt. Aber da ich das Energiesystem des Roboters entwickelt habe, kannte ich alle im Roboter verwendeten Systeme. Was für ein Roboter? Ich weiß genau, wozu er fähig ist. Und ich weiß auch, wie ich diese Fähigkeiten nutzen kann. Wir haben unser Wissen gesammelt und Modifikationen vorgenommen, basierend auf dem, was wir glauben, dass sie in den letzten 10 Jahren damit gemacht haben. Und haben dann, das war meine Idee, das Ganze in einen modifizierten Synth geladen, der den Virus direkt in Liberty Prime pflanzen kann. Der kleine Kerl wird ungeschützt und verletzlich sein. Deshalb musst du ihn im Auge behalten. Sorg dafür, dass er nicht drauf geht. Verstanden? Was genau soll dieser Virus für uns erreichen? Er wird zumindest die Waffensysteme steuern und ihr Luftschiff als Hauptziel festlegen. Du kannst dir sicher denken, was danach passiert. Deshalb ist dein Hauptziel einfach. Schlag dich zum Roboter durch und halte die Position, bis der Synth seine Sache erledigt hat. Oh, und keine Sorge, wir holen dich raus, bevor alles in die Luft fliegt. Falls du Fragen hast, stell sie bitte jetzt. Ansonsten wirst du im Transmissionsraum erwartet. Haben wir einen Plan B? Wir brauchen keinen Plan B. Es wird funktionieren. Sonst noch was? Was wird danach aus Liberty Prime? Er wird zusammen mit dem Rest der Bruderschaft zerstört. Ich habe keine Fragen. Bringen wir es hinter uns. Also gut. Ich wünsche dir viel Erfolg. So, aber wir gehen kurz vorher nochmal zu... Ich hoffe, du weißt das zu schnell. Nach Sanctuary. Liefern Schrott ab und dann... Mm-hmm.
Und dann geht es los. Ja, wir nehmen mal ein paar große Karammen mit hin. Wir nehmen jetzt den Breitseiter nehmen wir mal mit. Und haben wir nicht einen modifizierten Fett? Vielleicht können wir ein bisschen was dran improvisieren. Die Rüstung nochmal reparieren. Ist zwar so gut wie heile, aber... Ja, sonst haben wir alles auf voller Kanaille. So, noch ein bisschen den Fatman machen. Braucht Alu und Wissenschaft, okay. Hat mir beigebracht, aber es erhöht nichts davon den Schaden. Das ist schon mal gut zu wissen. Man kann es halt bloß ein bisschen Dingens machen. Hier ein bisschen, wie nennt man das? Komfortabler. So, jetzt müssen wir wieder zurück in den Transmissionsraum. Manchmal ist Quentin richtig gemein. Aber meine Mama sagt, wenn du keinen Plan B hast, wiederhole Plan A so lange, bis es klappt. So, wir bereiten uns auch schon mal vor und hauen uns jetzt... wir machen erstmal nur die Waffen. So, mit der Breitseite kommt Leute, ich würde mir gerne eine Minute abzwacken für etwas, was ein wenig persönlicher ist als sonst.
sicher nur zu gut wisst, gab es Zeiten, in denen ich nicht gerade das Kommunikator war. Seien wir ehrlich, ich bin scheiße. Und für meine Freunde habe ich beschlossen, diese Einstellung zu machen. Lad nach! Brauchen wir irgendwie direkte Treffer, ne? Sonst bringt das nichts. Scheiße. Ich muss ja noch meine ganzen Pillen nehmen, kein Wunder, dass ich keinen Schaden mache. Liefert. Ich bin ja ganz gut aufgebaut da, ihr Fotzen. Kriege ich hier unten Artillerieunterstützung? Meine Minuteman, Junge! Level up, Charisma. Das ist auf jeden Fall besser geworden. Mein Bein ist kaputt.
Lad doch! Das ist doch so eine Pfandkanone, die bringt eigentlich gar nichts. Reicht zum Stürmen. Wie gesagt, wir spielen ja mittlerweile auch auf sehr schwer. Ja, das ist kein Wunder, dass es jetzt immer so ein bisschen rappelt. Fliegt dir die Mütze runter. Was ist das? Ich weiß, was ich will. Raketenwerfer mitgenommen. Dann können wir mal austauschen gegen den Breitseiter, denn der ist... Jetzt ins Gebäude rein. Das Ganze ist verrückt, aber wahr.
schlägt tatsächlich irgendwie hier im Gebäude ein. Das ist, oder es schlägt auf dem Dach ein und... Bisschen die Sins verärgert durch mein Sperrfeuer. Diese drei. Die Musik jetzt dazu.
Ach so, er ist das. Den hab ich noch gar nicht gesehen. Von dem wusste ich gar nichts. Von dem haben sie gar nichts erzählt. Vielleicht hätte man von dem noch erfahren, wenn man mehr mit dem zusammengearbeitet hätte, ne? Von diesem Heini. So, da oben müssen wir den... Hätten wir noch einen guten Raketenwerfer in Dings gehabt. So ein Vierfach-Raketenwerfer. Machst du dir noch einen? Ganz gut was aus, die Jungs. Ja, doch nach, ja. Zünder, Kollateralschaden, das macht nichts. Ach, hier oben ist auch einer. Einfach nur rum und der Heck dabei, ja? Ja, natürlich. Hol doch jetzt die Knarre raus. Ach du Scheiße. Da unten geht's auch. Parameter offline. Rekalibriere. Da braucht man das Ding nachlädt, Alter. Das ist der Max, Junge. Da braucht kein Mensch mehr die alte Lunteri. Taktische Bewertung.
geschlagen. Einleitung von Direktive 7, 3, 9, 5. Vernichtung aller Kommunisten. Zeit zu gehen, Sir. Wir bewegen uns per Transmission an einen sicheren Ort. Und dann noch looten. Ja, schön. Fighting. Das hatte ich letztens doch eh schon vor, die scheiß Kiste abzureißen. Spricht in höchsten Tönen von dir. Hi. Melden Sie alles Verdächtige dem SEB. Oder wir machen erstmal Schluss, denn es ist 8 Uhr am Samstag. Ich muss noch ein bisschen, hab noch zu tun. Aber hart. Bin fast gestorben auf sehr schwer. Voraussetzung für Reparatur nicht erfüllt. Ach, es fehlt ein Aluminium. Mittlerweile, wie viel Schrot haben wir denn eigentlich mittlerweile wieder? So, aber wo sollen wir jetzt nochmal hin? Sprich mit Vater. Ja, Prison Down abgeschlossen. Jetzt geht's weiter mit atomare Familie. Das müssen wir mal. Ja, über Nancy Farm vielleicht nochmal wieder. War auch in unserer Zeit, dass mal wieder so eine Babysitter-Mission kommt. Alles klar, bis hierhin. Wir machen beim nächsten Mal weiter mit atomare Familie, meine Damen und Herren. Ich danke fürs Zusehen. Auf Wiedersehen.